sonnensatte Buchten. Sonnensatte Buchten. Weiße Strandsäume. Weiße Strandsäume. Ein Meer so blau. Ein Meer so blau. Dass es nur vom Himmel heruntergelogen sein kann. Dass es nur vom Himmel heruntergelogen sein kann. So lange nicht mehr geregnet hat. Die sind doch alle so matschig, die Tomaten. Ja, das muss sein. Ach, hallo Martina! Hi! Wart ihr einkaufen? Ja. Und habt ihr gehört, dass dieser Nasi Niosi. Ja, wieder zu haben ist? Also, das kann ich gar nicht verstehen. Ich meine, alle stehen doch auf den Held der Insel. Deine Frau hat sich doch scheiden lassen, weil er irgendwie die ganzen Flüchtlinge mit ins Haus genommen hat. Ja. Ja, aber was können wir dafür, wenn denen es da schlecht geht? Warum müssen wir darunter leiden? Ja, aber du, Francesca, profitierst ja auch davon. Weil bei dir in der Küche arbeiten ja auch Flüchtlinge. Ach, ehrlich? Ist doch interessant. Was sind da nur 24 Stunden? Das halbe Jahr durch Schlamm und Wüste Telte. 4.368 Stunden. An der Grenze zu Äthiopien. In Somalia habt ihr keine Regierung. Zerrissen sie ihren Pass. Sie nahmen den Bus. Kam nicht weit. Polizei, Passkontrolle. 9 Tage, 240 Kilometer. Trank, Pfützen Wasser. Bettelte, wartete an einer großen Straße. Ich gehe schon weit weiter. Sie gingen weit weiter. Wieder Polizei. Einige sagten, wir kehren um. Sie sagte, wie könnt ihr? Ihr nehmt den anderen die Hoffnung, dass man es schaffen kann. Wir haben es gestört. Sofort hat der Abkunft lauter hinter Mauern gesperrt. Aber die Zeitungsmeldungen von angeschwemmten Leichen und Hungergestalten in der Fußgängerzone vergrauen die Touristen. Schon das Auffanglager stört das Geschäft. Guten Tag, immer mehr Kriminalität. Jeden Tag neue Leichen am Strand. Die Wirtschaft ist am Ende. Unsere Lebensqualität und Sicherheit kann nicht mehr garantiert werden, nur weil in anderen Ländern Krieg herrscht. Herrgott nochmal, Leute, macht die Augen auf. Was können wir dafür, wenn in anderen Ländern Krieg herrscht? Denkt, ich muss nicht hart für mein Geld arbeiten. Mein Leben ist auch kein Zuckerschlecken. Ich lebe nicht im Paradies. Thank you.
bei seinen Büchern. Wenn man Niosi fragt, antworten häufig Schriftsteller. Oder er macht durch, was andere auf der Leinwand vorgelebt haben. Er mag das gut. Der Alte auf dem Ausflug. Ein britisches Schiff in Flammen. Der finale Torpedo unterwegs. Und plötzlich entdeckt er, dass darauf noch Menschen sind. In diesem Moment waren das keine Feinde mehr, sondern nur noch Seeleute in Not. Auf dem Meer muss man zusammenhalten. Da muss man solidarisch sein. Wie sagt Joseph Conrad doch so schön, der Mensch ist kein Fisch.